Hi Leute. Ja, ich hatte jetzt eine Woche Urlaub gemacht. Sorry, das mit dem Video hat nicht ganz geklappt. Da ist jetzt halt, sind jetzt halt blöderweise zwei Videos ausgefallen. Aber die kommen alle noch mit rein. Ich bin ja dann vor schon Woche Freitag nach der Arbeit in Striggichtal gefahren. Hab dort eine Nacht übernachtet. Hat den Vorteil, dass wenn ich wegfahren will, ich erstens früher wegkomme, als wenn ich zu Hause noch einen ganzen Vormittag rumdale. Und, ja gut, sind halt 50 Kilometer gespart oder nicht gespart. Am Sonntag bin ich dann losgefahren, wollte ursprünglich erst nach Döbeln und mir die Pferdestraßenbahn angucken. Aber die hatte zu. Das läuft als eingetragener Verein. Das läuft bei denen so, dass die ab und zu mal ihren Museumstag machen und beziehungsweise über Absprache kannst du dort, glaube ich, auch mal direkt besichtigen. Aber ich denke mal, dass die da wegen einer Person da nichts machen. Und dann machen die auch ein paar Mal im Jahr ihren Fahrtag, wo die mit den Pferdebahnen auch fahren oder mit der Pferdebahn. Ich weiß nicht, wie viel die haben und was. Habe ich nicht so genau dann weiter verfolgt, was da alles war, weil ich mir das Video nie angucken konnte. Letztendlich bin ich da bloß durch Döbeln durchgefahren und habe mir ein Stück weiter einen Platz am Ufer der Mulde gesucht. Abends noch mal ein Cache suchen gewesen. Die haben einen Bismarckturm dort. Ich komm nicht drauf, wie der Ort hieß, wo ich da geschlafen habe. Kann ich ja dann noch mal einblenden und noch mal nachgucken. Da habe ich dann noch mal geguckt. Da gab es den Bismarckturm. Da dachte ich, da läufst du mal hoch. Und dort gab es auch einen Cache, den ich mir gesucht und auch gefunden hatte. Habe ich da vormittags die kleine Runde gemacht. Als ich dann wieder beim Auto war, bin ich dann weitergefahren Richtung Bernburg. In Bernburg habe ich mich direkt auf den Campingplatz gestellt und habe dann beschlossen, ich bleibe 2 Nächte. Und bin dann nächsten Tag von Bernburg aus eine kleine Runde wandern gewesen. So ein bisschen ein Stückchen an der Mulde lang. Am Dienstag bin ich dann weitergefahren zum Wasserstraßenkreuz. Das ist hier ein Stückchen nördlich von Magdeburg. Hier überquert der Mittellandkanal über eine Brücke die Elbe. Und dann gibt es ein Schiffshebewerk und eine Schleuse, damit die Schiffe auch vom Mittellandkanal in die Elbe fahren können. Da habe ich dann am Mittwoch die Schleuse und das Schiffshebewerk besichtigt und bin dann abends weitergefahren Richtung Genthin. So am Kanal lang, immer am Kanal lang, sage ich mal. Abends habe ich dann einen Stadtrundgang durch Genthin gemacht und war dort im Hotel. Das war das einzige, was die einzige Gaststätte, die offen hatte. Hab dort Abendbrot gegessen. Am Donnerstag hat es geregnet. Da hatte ich früh überhaupt keinen Trieb, um mich rauszugehen oder was zu machen. Ich war dann bloß früh beim Bäcker gewesen und hatte dann eventuell gedacht, nochmal was mit. Ach, einen Cache hatte ich noch gesucht, aber oder einen Cache wollte ich suchen, da waren aber zu viele Leute, da habe ich das dann doch bleiben lassen. Am späten Nachmittag bin ich dann weitergefahren Richtung Potsdam und stand dann am großen Tschernsee und habe dort eine Nacht verbracht. Freitag bin ich in Magdeburg ins Filmmuseum gegangen und abends dann weiter nach Berlin an den Wannsee. Da habe ich am Sonnabend dann eine Wanderung gemacht zur Friedhofsbahn und zur stillgelegten und abgebauten Autobahn.
Das ist wirklich zu empfehlen. Also das ist, war hoch sehr interessant. Friedhofsbahn ist so eine stillgelegte S-Bahn-Strecke, die dann durch den Mauerbau unterbrochen wurde und wo sich das nie gelohnt hatte, die eine verbliebene Haltestelle da, Drei Linden. Wer wird den Leuten, die früher RIAS gehört haben, bekannt sein? Weil Drei Linden war damals immer im Staubericht. Das war ja hier Grenzübergangsraststätte gewesen. Die Autobahn haben sie inzwischen dann auch stillgelegt und Straße entfernt. Also das ist alles mittlerweile zugewachsen. Man sieht aber, wo die Autobahn lang geht oder lang ging. Zu der alten Eisenbahnstrecke, da findest du noch zwei alte Bahnsteige, die mittlerweile sehr überwuchert sind und leider auch sehr vermüllt. Also ich habe den Eindruck, in Berlin, bis auf ein paar Ausnahmen, die ich wahrscheinlich gerade kenne, das sind alles Schlampen. Die schmeißen ihren ganzen Müll irgendwo in die Umwelt. So viel Müll, wie du in Berlin überall findest, in Parks oder jetzt dort in dem Wald oder hier im, wo war ich hier bei ach, wie heißt das hier? Bei Tegel da hinten ist da auch dieser Grunewald. Grunewald war das, glaube ich. Wie so viel Müll wieder drum lag und auch eben jetzt an der alten Bahnstrecke hast du sonst nirgends. In Berlin schmeißen die ihren Müll wahrscheinlich alle in die Natur. Jedenfalls war das ganz, ganz interessant. Bin dann auch noch über den großen Friedhof gelaufen. Ich mache zu der Bahn und dem Friedhof nochmal ein extra Video. Das wird wahrscheinlich ganz interessant und empfehlenswert. Ihr könnt euch ja mal meinen Kanal vormerken bzw. abonnieren. Und ich habe einen Cache gefunden, den ich gar nicht gesucht habe. Mehr oder weniger zufällig. Das war ein Rätsel-Cache. Da hätte ich vorher jetzt die Sachen rauskriegen müssen, wie ich den überhaupt finde. Ich habe ihn trotzdem gefunden und gelockt. Klickt mal auf Abonnieren, dass ihr das Video nie verpasst. Das wird sicher ganz interessant. So lang. Ja, und nach der Wanderung habe ich mich dann ins Auto gesetzt und bin nach Luggenwalde gefahren. Ich kurz hinter Luggenwalde auf dem Parkplatz da in der Nähe von dem See. So ein riesengroßer Wanderparkplatz ist das. Die Nacht stand auch noch einer hier, der ist mittlerweile schon weitergefahren. Draußen ist es ungemütlich, hat den ganzen Tag immer wieder mal geregnet und ist ziemlich frisch. Mal sehen, ich werde die Nacht noch hier bleiben und dann morgen wahrscheinlich nach Hause fahren. Ja, morgen ist dann bestimmt wieder großes Feuer irgendwo in Dresden oder bei Dresden. Ich denke mal, Laubegast könnte was sein. Oben am Lugturm könnte was sein. Mal sehen, da treffe ich mich bestimmt dann mit ein paar Kumpels mal auf ein Bierchen oder so. Weil morgen habe ich noch frei, weil ich am Sonntag arbeiten muss und dann gibt es ja noch den Feiertag. Und dann brauche ich erst am Mittwoch arbeiten.
Ja, wenn ich mir ein paar Notizen vorher mache, weil ich sagen will, komme ich gar nicht gut zur Rande. Ansonsten habe ich immer so lange Denkpausen dazwischen. Was willst du denn jetzt sagen und was? Zug kommt. Mein Zug kommt. Danke Leute fürs Angucken des Videos. Klickt mal wieder rein. Ja, klickt hier für ein anderes Video, was ich gemacht habe. Oder hier für ein Abo meines Kanals. Oder klickt einfach mal auf Gefällt mir. Würde mich freuen. Danke.